Hallo Freunde, wir haben hier wohl die letzten Meter zu bewältigen, um an die Waffen des alten Priesters heranzukommen, der hier die Dämonen vertrieben hat. Vielleicht helfen die uns gegen den im Kampf gegen den dunklen Grafen Dracula und bei der Rettung Minas. Ich schütte jetzt den Hino Blut in den Brunnen, weil es hieß oder und nicht und. Perfekt. Nun der nächste Schritt. Es ist vielleicht doch eher ein und. Nun gut, dann werden wir mal einen Deben Gold abwiegen. Mal schauen, wie das funktioniert. Das ist ein Deben. Ein Löffel. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ich muss die Waage ja jetzt nur ins Gleichgewicht bringen. 27,3, ist das richtig? Wir gucken nochmal eben. Dokument. Wo war das denn? Bei den Berichten der goldene Deben. 13,6 Gramm mit einer Waage und bestimmten Gegenständen, die ich finden muss, sollte ich in der Lage sein, einen goldenen Deben herzustellen. 13,6 Gramm. Das sind 27,3 Gramm. Aber das ist doch ein Deben. Aber aus anderem Material. Okay. Kann ich den Eumel da auch wieder rausnehmen? Ja. Wie viel hatte das Schwert? Also dieser Dolch? 15 Zoll, 1,4 Unzen. Kupferdeben, Gewichtsmaß. Vielleicht ist der... ...27,3. Was macht das? Der setzt alles zurück. Die müssten ja gleich schwer sein. 27,3. Und wie viel Gramm soll der haben? Oh Mann. Wo war das? Berichte? Ja genau. 13,6 Gramm brauche ich. 13 und 13 sind... 7, wenn ich das so mache. Weil ich kein Gegengewicht habe, zeigt er mir nichts an. Okay. Der ist sehr schwer. 3, 4, 41 Gramm. Jetzt muss ich auch noch nachdenken. Es ist gerade Freitagabend, 11 Uhr und ich soll jetzt anfangen, hier umzurechnen. So, wir haben jetzt hier 41 Gramm Gold drin. Die leichtere Einheit sind diese hier und diese hier. 1, 2, jetzt haben wir 41. Und was haben wir gesagt, ist der andere schwer? 41. 3, 4, 5. 27,3 zu 41 sind 12,7. Wie viel haben wir gebraucht? 13,6. 12,7 sind das. 12,7 ist der Unterschied zwischen einem Deben und dem Dolch. 12,7. Wie viele Löffel sind das? Versuchen wir es mal so. Mal mit dem. Vielleicht ist das eine gerade Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So, die 7 geht wie oft in die 41? Warte, ich nehme mir einen Taschenrechner. 35 sind 5 und 42 werden 6 mal. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das Ding hier funktioniert. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr benutzt. Vor allem, wo ist dieser blöde Rechner? Ich glaube hier. Rechner, sagen wir 41 geteilt durch 7 sind gleich 5,857. Und das jetzt mal... Ich brauche 13,8, ne? Es kommt ja keine gerade Anzahl raus. Wie soll ich denn da das Gewicht rausfinden? Wenn ich 5,85 mal 2 nehme, habe ich weniger. Und wenn ich mal 3 nehme, habe ich mehr als die 13,8. Was ist das überhaupt für ein Zeug da unten? Kann ich da auch Gold reinpacken oder was? Kann ich damit was schleifen? Jetzt haben wir 41. Hilft mir nicht weiter. Vielleicht kann ich den Löffel noch in die Waage legen. Einfach mal voll löffeln, das Ding. Mal gucken, wie viel das ist. Huch. Ich weiß nicht, wie schwer so ein Löffel ist. Das ist das doch 5,8 irgendwas, ne? 95,6. Testen es nochmal mit dem. Das kann doch nicht so schwer sein. Habe ich jetzt so einen dicken Denkfehler hier drin? So, Rechenzeugs ist eigentlich... Kann ich eigentlich recht gut. So, dann sollen wir hier auf den Taschenrechner gucken. Wie viele Löffel waren das jetzt? Ich bin so unaufmerksam. Ein Deben. 1, 2, 3, 4, 5. 27,3. Geteilt durch 5. 5,46. 5,46. 5,46 ist ein Löffel Gold schwer, aber wenn ich das andere Zeug denn habe, ist ein Löffel Gold weniger schwer. 5,46. 5,46. Nicht mal den Löffel weg. Gib mal einen Löffel ab. 13,6 durch 5,46. 13,6. Kriege ich das jetzt wieder hier resettet? Da. 13,6 durch 5,46 sind 2,49. Also ich muss etwa 2,5 Löffel Gold machen, aber wie kriege ich denn das hin? Ach, du ahnst es nicht. Habe ich noch irgendetwas mit Gewichtseinheiten im Inventar? Hier ist der Beutel Goldstaub, den benutze ich ja gerade. Ein Metallstab und den Teil einer Säule. Was ich damit machen soll, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Eine Speerspitze, ein Messer, eine heilige Waffe. Was mache ich mit dem Metallstab? Okay, resetten. Die sind im Gleichgewicht bei 27,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zweck. Jetzt ist da eine Schüssel. Warum ist da eine Schüssel? Zwecklos. Na also, perfekt. Das war strange. Ich habe nicht rausgefunden, was das jetzt bedeutet hat. Und was war dieses Klingeln gerade? Sehr mysteriös. Habe ich jetzt ein Golddeben? Da ist ein Golddeben. Okay, die Gegenstände hat er jetzt weggezogen.
Hier ist der Golddeben. Funk. Meine liebe linke Seite hat ihr Handy auf laut stehen. Das ist sehr unprofessionell, finde ich. So, jetzt schütten wir diesen Golddeben in den Brunnen rein. Das Wasser, es wird zu Sand. Ist das etwa Zauberei? Ja, ich glaube schon. Dafür brauche ich etwas. So, jetzt haben wir hier Sand. Lasst uns nochmal kurz diesen Waffe mit magischer Kraft in Soka-Kopf. Verfluchtes Blut verborgen unter dem Altar haben wir. Vor dem Betreten der Dunkelheit zerstöre den Wächter oder du wirst für immer verflucht sein. Das ist jetzt noch ein Schritt, den wir machen müssen. Nur was ist dieser Wächter, den wir zerstören müssen? Es gibt hier drei Positionen. Wenn ich diese Stütze... Wenn ich diese Stützen entferne... Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das will. Vielleicht will ich ja, dass der Lanz runterfällt. Sind das die Wächter, die ich zerstören muss? Vielleicht mit Hammer und Flock? Zwecklos. Kann ich die irgendwie stützen? Zu einer ranzigen Pyramide oder so? Ah, hier mit so einer... Zwecklos. Vielleicht auf der Seite? Nee, so gibt's nicht. Na, dann gucken wir mal, ob wir hier unser Glück finden mit diesem Sandhäufchen hier. Nein, das kann ich nicht. Nein. Nein. Dafür brauche ich etwas. Vielleicht die Pyramiden? Ah, da war doch was. Wie war denn das? Die Pyramide in der Mitte? War das ein Dokument? Seite aus dem blutgeschmierten Buch. Wo stand denn das mit der Pyramide? Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist die Liste. Der Erzengel. Ey, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Das blättert so blöde. Ich habe heute Nacht bereitet das Schiff. Ich werde in 2 Tagen bei euch sein. Vielleicht mal so drücken. Die Pyramiden von Gizeh. Die 3 Pyramiden von Gizeh bestehen aus der großen Pyramide von Cheops, der etwas kleineren Pyramide von Chefren im Zentrum und der Pyramide von Mykerinus, der kleinsten. Von links nach rechts, von klein nach groß. Gut. Klein. Dahin. Jetzt brauchen wir die mittelgroße. Das ist diese. Die kommt in die Mitte. Und die Cheops-Pyramide kommt dann nach rechts. Zack. Dorten. Wunderbar. Wunderbar. Geschafft. Die Anordnung der Pyramiden in Gizeh und damit der Auslöser zum Öffnen der Geheimtür. Aber ich soll den Wächter vernichten, bevor ich in die Dunkelheit gehe. Deswegen speichere ich mal eben. 8. November, 23.01 Uhr. Weiter... Oh. Was? Sherlock Holmes? So ein paar Sherlock Holmes Spiele kann ich hier noch spielen. Können wir dann auch mal machen. Fortsetzen. Gut. Ich muss den Wächter vernichten. Wenn ich diese... Ja. Wollen wir... Ich guck mal. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ja, viel... Wir gehen einfach mal rein. Oh. Oh, diese Stelle wird von Krokodilen heimgesucht. Unpassierbar. Ich weiß jetzt zumindest, was der Wächter ist. Aber da ist jemand drin. Oder besser,
Eine höllische Kreatur, wenn man nach den unmenschlichen Schreien aus dem Inneren geht. Habt ihr das gerade gesehen? Da ist irgendwas rausgekrochen aus dem Sarg. Das Geheimnis des Tempels. An meinem Aufenthalt in Kairo auf der Spur von Dracula werde ich eine fürchterliche, aber außergewöhnliche Erinnerung behalten. Ich schreibe sie hier auf diesen Seiten nieder, damit die Welt weiß, welche Gefahr von diesem Monster ausgeht. In der letzten Grabkammer im Tempel der Vampire habe ich die Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Versuchs gesehen, Unsterblichkeit zu erlangen. In einem halboffenen Steingrab lag eine der Kreaturen des Teufels. Ein Wesen, das einst menschlich gewesen sein muss. Es stöhnt und jammert auf schreckliche Art und Weise. Mir wurde klar, dass es auf ewig dazu verdammt war, untot zu sein. Wie Dracula es nennt, ein ewiges Leben in den Tiefen einer jämmerlichen Höhle, genährt vom Blut der Opfer, die dort hinabsteigen, um zu sterben, oder der Grabräuber, die zufällig dort enden. Da hat sie eben rausgelugt, die Kreatur. Da. Okay, aber wie hilft mir das jetzt weiter? Ich kann hier unten nichts machen. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal das Boot lösen. Wenn ich diese Stützen. Ja, er soll ja runterfallen. Ich will ja das Boot. Ich will ja mit dem Boot da unten im Wasser fahren. Da muss das ja runterfallen. Okay. Na also, perfekt. Sehr gut. Nein, das ist zu schwer. Dann müssen wir es hebeln. Wir müssen es hebeln. Nein. Damit hebeln wir es nicht. Hebeln wir es mit der magischen Waffe. Nein. Nein. Hebeln wir es mit dem Säulendings. Na also. Perfekt. Wunderbar. Und jetzt machen wir. Nein, das ist. Ach so, da muss ich jetzt natürlich hebeln, ist doch klar. Ob das jetzt funktioniert? Zack. Bewegen. Perfekt. So, dann schauen wir uns diese Kreatur mal an, die dort unten in diesem Sarkophag haust. Ich muss erst den Wächter töten, bevor ich ins Dunkel gehe. Erlösen wird die Kreatur, aber ich kann sie nicht erlösen. Hier kann ich entlang und dort kann ich. Eine übernatürliche Kraft hindert mich daran, weiterzugehen. Der Zauber muss gebrochen werden. Ja, sehr gerne. Dazu muss ich die Kreatur töten. Aber ich komme nicht an ihren Sarg. Wie kann ich den Zauber brechen? Mit der magischen Waffe. Eine übernatürliche. Aber. Vielleicht kann ich diese Macht mit dem Kreuz bannen. Eine Übernatür. Nein. Eine. Den Flock auch nicht. Vielleicht mit Licht. Eine. Oder mit einer zerbrochenen Sphinx. Mir erschließt. Der Zauber ist gebrochen. Ich kann weitergehen. Mir erschließt sich jetzt nicht, warum ich das mit der Sphinx zerbrochen habe, aber naja. Mächtiger Gott. Was ist das denn? Stalagniten und Stalaktiten. Papyrusrollen in einer Sprache, die mir völlig unbekannt ist. Die Erde bebt. Schnell, ich muss hier sofort raus.
Na, dafür bewegst du dich aber recht langsam. Ich habe jetzt gedacht, da kommt eine Actionsequenz oder sowas. Gut, wir sind wieder zurück. Wir haben fast alle unsere Gegenstände eingeboost, aber wir haben ein Pergament, das mit Sicherheit den Zauberspruch darstellt, den wir hier holen wollten. Und den zeigen wir jetzt mal dem alten Öhi hier. Zauberspruch, wollten wir überhaupt einen Zauberspruch? Was wollten wir überhaupt da? Ja, wir wollten einen Zauber gegen die Vampire. Ich bin in die geheimen Winkel des Grabtempels vorgedrungen und habe das, was ich hinter dem Kreuz vorgefunden habe, unter dem Schutz der heiligen Relikte zurückgelassen. Mitgenommen habe ich diese Schriftrollen, in denen vielleicht geschrieben steht, wie ich meine Bekannte von dem Fluch erlösen kann. Allerdings verstehe ich diese Sprache nicht. Können Sie für mich übersetzen? Diese Texte wurden in der alten Geheimsprache meines Ordens verfasst. Sie ist schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Daher kann ich nicht einmal ein einziges Wort übersetzen, mein Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Mein Scheitern wird schwere Konsequenzen haben. Meine junge Bekannte ist verloren, obwohl ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um sie zu retten. Vielleicht gibt es Hoffnung, mein Sohn, wenngleich es nur ein Fünkchen ist. Vor gut 20 Jahren hielt sich für einige Tage ein Mönch namens Bruder Alberto während einer Pilgerreise bei uns auf. Er schien viel über unseren Orden zu wissen. Wenn ich mich recht entsinne, sprach er davon, dass er gewisse Grundkenntnisse über diese altertümliche Sprache besitzt. Am Tag seiner Abreise vertraute er uns dies an. Mehr wissen wir jedoch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Mönch noch lebt. Er schien sogar älter zu sein als ich. Sollte er noch unter uns weilen, findet man ihn bestimmt im Herzen der Abtei, wo er Illuminator war. Das ist die Abtei St. Cortuna in Wien, der Hauptstadt von Österreich-Ungarn. Vielen Dank für die Informationen, Herr Woldort von Judäa. Ich werde so schnell wie möglich meine Sachen packen und aufbrechen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Also leben Sie wohl, mein Freund. Ich habe zu danken, mein Sohn, und sage nicht, lebe wohl. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder. Ich muss diesen Mustafa finden. Oh, Freunde, wir dürfen nach Wien. Mit Wien verbindet mich persönlich sehr, sehr viel, deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir Wien jetzt gleich besuchen dürfen. Und hier können wir jetzt in die Tür gehen, aber all das werden wir erst in der nächsten Folge Let's Play Dracula Origin tun. Bis dahin, macht's gut, tschüss.